Meine Damen und Herren, wir haben gestern über Spulen gesprochen und wir haben uns klargemacht, dass aufgrund der lenzischen Regel Spulen eine gewisse Beharrlichkeit bis hin zur Widerspenstigkeit aufweisen, so dass es dazu kommt, dass es etwas länger braucht, bis sich in einer Spule ein Strom aufbauen kann. Weil eben, wenn sich der Strom aufbaut, gleichzeitig damit sich ein magnetisches Feld aufbaut, dieses magnetische Feld in der Spule, wenn es sich aufbaut, zu einem Induktionsvorgang in eben derselben Spule führt und wegen der lenzischen Regel dieser Induktionsvorgang eine derartige Induktionsspannung hervorruft, dass letzten Endes als Folge davon der induzierende Vorgang, eben der Aufbau des Stromes, behindert wird. Also die Spule mag nicht, dass jetzt plötzlich der Strom zu fließen beginnt. Es muss erst diese Behinderung langsam überwunden werden. Am liebsten wäre es ja sozusagen, es bleibt gar kein Strom. Aber dann baut sich der Strom halt auch doch auf und naja. Aber das Umgekehrte geht auch. Wenn also eine Spule schon von Strom durchflossen wird und sie schalten dann aus, haben sie dasselbe in Grün, nur andersherum. Da ist also schon ein bestimmter, konstanter magnetischer Fluss in der Spule vorhanden. Dann schalten sie aus und würden also meinen, naja, jetzt ist aus, Strom hört auf, kein magnetischer Fluss. Aber wenn dieser magnetische Fluss zurückgeht, wird ja aufgrund dieser Wiederänderung, halt negativen Änderung, des magnetischen Flusses wiederum eine Spannung in eben dieser selben Spule induziert und die Orientierung ist wiederum nach der lenzischen Regel so, dass die induzierende Ursache, in dem Fall das Zurückgehen des Stromes, gebremst wird. Das heißt, er will weiterfließen. Also auch hier ist diese Widerspenstigkeit, sie möchte das beibehalten, was vorhanden ist. Geht aber dann letzten Endes nicht, denn wenn man dann halt ausschaltet, muss ja irgendwann der Strom auch wieder aufhören. Also, Sie können schon erahnen, dass das etwas mit Schaltvorgängen zu tun haben wird, an Spulen. Wir hatten vor einiger Zeit in der Zusammenhang mit der Elektrostatik das Verhalten von Kondensatoren betrachtet bei Ein- und Ausschaltvorgängen und da haben wir wieder gesehen, auch die brauchen ihre Zeit, weil es muss erst eine gewisse Ladung in den Kondensator hineinfließen, damit er dann aufgeladen ist und umgekehrt muss er sich auch entladen können. Und jetzt scheint es also so zu sein, dass aus doch etwas unterschiedlichen Gründen auch Spulen ein derartiges Verhalten zeigen. Aber, das möchte ich gleich dazu sagen, Spulen haben besonders was Wichtiges in dem Zusammenhang und deswegen, vor allem deswegen, schauen wir uns diese Schaltvorgänge bei Spulen näher an. Nämlich, wenn Sie sich jetzt überlegen, Ausschaltvorgang, den werden wir speziell betrachten. Wenn Sie so einen Ausschaltvorgang betrachten, habe ich ja jetzt gerade erläutert aufgrund der lenzischen Regel, dass die Spule sich dagegen wehrt, dass der Strom gleich weg ist. Die schaut dazu, dass der Strom weiterfließt. Und das gelingt ihr auch eine Zeit lang. Na, und da können Sie natürlich schon ahnen, da muss ja irgendeine Energie dahinter stecken, die also dazu führt, dass die Spule das kann, den Strom noch ein bisschen aufrechterhalten, bis es dann letzten Endes halt doch nicht mehr geht. Und daran liegt also dann eine wesentliche Konsequenz, die wir im Anschluss an diese Überlegungen zu den Schaltvorgängen bei Spulen dann gewinnen werden. Es wird sich nämlich zeigen, dass neben dem elektrischen Feld, Sie werden es ja eh sich schon gedacht haben, auch das magnetische Feld einen Energiegehalt hat. Und dieser Energiegehalt, der hängt nun eng mit diesem Verhalten der Spulen zusammen. Und auch das sollte Sie eigentlich wieder nicht überraschen,
Weil Sie erinnern sich doch, wie wir überhaupt über die Lenzsche Regel gesprochen haben. Haben wir auch gesagt, woher kommt das eigentlich, dass die immer diese induzierenden Vorgänge behindert? Ja, eben wegen der Energieerhaltung. Weil ja eben zum Beispiel, wenn man den Magneten in einen Spuler hineinschiebt, da eben eine Spannung induziert wird und ein Strom zu fließen beginnt und dazu ist Energie nötig. Woher nimmt man die? Daher, dass dieses Hineinschieben dieses Magneten in die Spule behindert wird und daher irgendjemand von außen eine Arbeit verrichten muss, um den also hineinzuschieben, den Magneten in die Spule. Und diese Arbeit ist genau die dann letzten Endes auf der anderen Seite durch die Joule'sche Wärme bei dem Stromfluss durch die Spule wieder zutage tritt. Also das alles hat mit dem Energiebegriff zu tun. Der durchsetzt buchstäblich die ganze Physik und natürlich auch die Elektrodynamik. Also das ist jetzt so das Setting, warum wir das mit diesen Schaltvorgängen machen. Und weil es also insbesondere ums Ausschalten geht, schreibe ich heute halt einmal daher, Schaltvorgänge bei Spulen aber insbesondere betrachten wir den Ausschaltvorgang. Kommt einem natürlich etwas unlogisch vor, weil man kann nichts ausschalten, was man nicht vorher eingeschaltet hat. Aber es ist also dann, wie Sie gleich sehen werden, völlig klar, man kann von einer Situation ausgehen, wo halt da schon eine konstante Spannung angelegt ist und durch die Spule ein konstanter Strom fließt und von dieser Ausgangssituation her beginnen, wird dann also der Schalter aufgemacht und dann sieht man, was passiert. Gut, etwas noch vorweg, dann geht's los. Wenn Sie sich so eine Spule überlegen, gestern hat mir ein Kollege gefragt, wie ist das eigentlich, wenn man die so windet, da liegen doch Draht an Draht, das sind ja alle miteinander verbunden, ist alles kurzgeschlossen, das sind natürlich isolierte Drähte, die man da legt, damit das nicht quer alles leitend ist. Also ein isolierter Kupferdraht wird da so aufgewickelt auf eine Spule. Wenn Sie da jetzt eine Gleichspannung anlegen, einfach so, na, was wird da sein? Und Sie lassen es fließen. Na, dann haben Sie einen Kurzschluss. Denn das ist einfach ein Stück Kupferdraht. Halt ein bisschen länger, weil das halt mit der Spule sich ausgehen muss. Aber trotzdem, wenn Sie das also einfach an einer Spannungsquelle anlegen, dann wird es also üblicherweise krachen. Nicht? Das heißt, es geht dann immer nur so, dass da auch ein Vorwiderstand dabei ist. Oder aber, Sie betrachten eine Spule aus einem sehr dünnen Kupferdraht und 10.000 Windungen, na dann hat er schon selber genug Widerstand, dass das kein Kurzschluss mehr ist. Aber wenn so 50 Windungen bei so einem handfesten Kupferdraht haben und sie stecken das irgendwo an einer Spannungsquelle, ja dann wird also sicher irgendwo eine Sicherung fliegen. Nicht? Also das müssen Sie sich auch bewusst machen, so Spulen sind einfach Drähte. Und wenn man die einfach nur wo anschließt, na, dann fließt ein massiver Strom. Nur natürlich dieses Ausschalten und dieses Einschalten, wo dann auf einmal die Magnetfelder auftreten, da unterscheidet sich eine Spule schon irgendwo von einem geraden Draht, der wo herumliegt. Weil eben bei einem so spulenförmig gewundenen Draht wesentlich stärkere Magnetfelder auftreten, als wenn der nur so gerade liegt, dieser Leiter. Und deswegen, für solche Überlegungen ist es wichtig, dass es eine Spule ist. Aber wenn Sie es nur statisch wo anlegen und den Strom fließen lassen, ist ganz egal, ob das jetzt so spulenförmig da geht oder sonst wie, das sind 10 Meter Kupferdraht und wenn Sie das wo in die Steckdosen stecken, crasht es. Ob das jetzt gewunden war oder nur so herumliegt, ist also mehr oder weniger wurscht. Also das soll Ihnen auch bewusst sein. Da sehen Sie auch gleich noch einen weiteren, aber dann mache ich Schluss jetzt. Unterschied zwischen Spule und Kondensator. Die Spule hat also, wenn man also entsprechenden Kupferdraht nimmt, einen sehr kleinen ohmschen Widerstand. Der Kondensator dagegen einen riesigen ohmschen Widerstand, weil da haben sie zwar so Platten und dazwischen ist entweder Vakuum oder ein hochisolierendes Dielektrikum. Also Kondensatoren können sie ruhig wo anschließen.
Da fließt ja nichts, aber Spulen nicht. Also auf solche Sachen muss man aufpassen. So, aber jetzt schauen wir uns diesen Ausschaltvorgang etwas näher an. Und da wollen wir uns dazu eine Schaltung überlegen, die also dazu geeignet ist. Zunächst einmal, wie gesagt, wollen wir ja haben, dass einmal Strom fließt in der Spule. Und da nehmen wir einmal an, ich fange da bewusst ein bisschen weiter rechts an, dass wir da einen Vorwiderstand R1 haben. Dann geht das über ein Ampermeter, wo wir den Strom I in der Spule messen. Dann läuft das hier über die Spule. Die bezeichnen wir so. Das ist jetzt was anderes. Das ist ein ohmscher Widerstand und das ist eine Spule. Das hat etliche Ohm und das gibt man wieder durch seine Selbstinduktivität Farad an, Henry an. Das ist also die Induktivität L. Und dann anschließend führt das zurück und wird über einen weiteren Widerstand R2 geschlossen. Ja, aber jetzt müssen wir erst einmal erreichen, dass am Anfang hier überhaupt ein Strom fließt. Also da hängen wir uns einmal mit einem Voltmeter an und können die induzierte Spannung ablesen. Sie wissen ja, es ist immer wieder dasselbe. Voltmeter haben einen großen Innenwiderstand, das heißt, der Strom fließt komplett da durch und da nichts. Und Ampermeter haben einen sehr kleinen Innenwiderstand, das ganze Ding merkt gar nicht, dass da ein Ampermeter drin ist. Man kann damit halt den Strom messen. Und damit das Ganze jetzt losgeht, hängen wir da links noch einen, den ich strichliert einzeichne, Schaltkreis an, mit einem Schalter S, und das führt dann da zu einer Spannungsquelle, die Spannung nenne ich U0, und da ist Plus und da ist Minus, und das wird da hier so verbunden. Und zunächst einmal sei der Schalter eingeschaltet, was wird dann passieren? Sehr einfach. Die Spule ist ein Stück kupferdraht, hat keinen nennenswerten Innenwiderstand, schon ein bisschen, aber im Vergleich zu diesen Widerständen sollte das also nichts Wesentliches sein, sodass man da also einmal einen Strom hat, der fließt da durch, das ist das I0 dann am Anfang, U, I ist gleich U durch R, also das ist dann der Strom I am Anfang, das I0 ist U0 durch R1, das ist ganz klar. Und außerdem fließt noch durch den Zweig auch ein Strom, durch dieses R2. Das erscheint in dem Zusammenhang jetzt völlig sinnlos. Das fließt da halt auch durch, aber der Strom, der uns interessiert, ist der, der durch die Spule geht. Und der ist am Anfang, wenn der Schalter zu ist, das können wir uns ja gleich aufschreiben, am Anfang T gleich 0, wenn das loslegt, ist also dieses I0, das habe ich mir auch irgendwo aufgeschrieben, dass ich Ihnen da nichts Falsches sage. Dieses I0 ist U0 durch R1. Denn es liegt ja hier die ganze Spannung U0. Nun, das hat keinen Widerstand, es geht nur um diesen Widerstand und der Strom I ist daher gleich U0 durch R1. Total trivial, ohmsches Gesetz, weiter gar nichts. Aber jetzt. Jetzt wird der Schalter geöffnet. Und deswegen habe ich das strichliert gezeichnet, weil damit können Sie den ganzen linken Teil vergessen. Durch den fließt augenblicklich nichts mehr. Denn wenn da also der Schalter offen ist, ist nichts mehr. Und das Ganze können Sie sich jetzt wegdenken mitsamt der Spannungsquelle. Alles, was jetzt zählt, ist, dass zum Zeitpunkt T gleich 0, das ist also bei T gleich 0, das ist der Zeitpunkt, wo der Schalter öffnet. Zu dem Zeitpunkt fließt natürlich nach wie vor durch den ganzen Kreis da hier der Strom I0. Da liest man I gleich I0 ab. Ja? Aber jetzt bisher ist der Strom auch hier nach unten geflossen. Wenn das weg ist, passiert dem R2 was Dramatisches. Die Stromrichtung kehrt sich um. Denn jetzt muss sich dieser Kreis so schließen.
Jetzt werden Sie sagen, naja, was heißt, hört einfach sofort zum Fließen auf. Eben nicht, weil diese Spule eine solche Widerspenstigkeit aufweist, die möchte ja den Strom aufrechterhalten. Denn wenn da der Strom abnimmt, nimmt das magnetische Feld und der magnetische Fluss ab und das ergibt eine Induktionsspannung und die ist so gerichtet, dass daraus sich dann ergibt, eine Behinderung der Abnahme des Stromes, weil die Abnahme des Stromes ist die induzierende Ursache, verstehen Sie? Eine Behinderung der Abnahme. Na, was heißt das? Zu nicht abnehmen. Die Spule würde, dass das weiterfließt da. Und im ersten Moment wird sie es auch schaffen. Nur dann wird ihr die Luft aus, sprich die Energie ausgehen. Ne? Und das heißt aber jetzt, diese Spule wird dann praktisch augenblicklich eine Induktionsspannung aufbauen. So, aufgrund dieser Abnahme des magnetischen Flusses, dass Sie hier diesen Strom in der Richtung, der fließt ja da so, dieser Strom, so bei Plus, Minus, geht ja da so durch, ganze Zeit, und soll so weitergehen. Das heißt, es wird da ein Plus und da ein Minus sein, sozusagen. Die agiert jetzt als Spannungsquelle da drinnen, diese Spule, und bewirkt jetzt, dass da drinnen in der Richtung ein Strom fließt. Den Teil können Sie schon vergessen. Und damit wird also das da umgedreht und da fließt also jetzt ein Strom. Und uns interessiert natürlich einerseits, was wird der Strom als Zeitfunktion sein und was wird die induzierte Spannung als Zeitfunktion sein. Und da wird sich also herausstellen, das kann ganz schön raufschneuzen. Diese induzierte Spannung kann sehr hoch werden. Vor allem dann, wenn dieser Widerstand groß ist, denn dann muss sich ja diese Spule besonders anstrengen, sozusagen, um den Strom aufrechterhalten zu können, der durch sie fließt. Sie will ja im ersten Moment das I0 weiterführen. Wenn das jetzt ein hoher Widerstand ist, dann vorher war das egal, ist halt da fast kein Strom durchgeflossen, na so was, haben wir eh nicht braucht. Aber jetzt, wo das wegfällt und die arme Spule nicht anders kann, als über diesen Widerstand den Kreis da weiter zu bedienen sozusagen, muss sich dann, damit der Strom im ersten Moment so bleibt, eine ordentliche Spannung aufbauen, damit durch diesen hohen Widerstand R2 der Strom überhaupt durchfließen wird. Weil I ist ja U durch R und wenn R groß ist, muss U auch groß sein, damit der Strom entsprechend was wird. Das heißt, da kann es zu erheblichen Aufbäumungen kommen, sozusagen. Wir nennen das Spannungsspitzen. Das wollen wir uns jetzt anschauen. Und dazu brauchen wir wieder ein bisschen was mit Differentialgleichungen, wie üblich. Aber ganz einfach, als Trennung der Variablen, wie Sie es eh schon kennen. Also versuchen wir das also jetzt durchzuführen. Und das machen wir also so, indem wir uns da mal diese induzierte Spannung ausrechnen. Es geht also jetzt um die Zeit danach sozusagen, nachdem der Schalter geöffnet ist. Die Zeit davor ist klar, I0 ist U0 durch R1 und das ist konstant. Solange der Schalter zu ist, ist es Urfahrt, da fließt da der Strom I0 und da fließt irgendein anderer Strom, der keinen Menschen interessiert und das ist immer konstant. Aber in dem Moment, wo da geöffnet wird, jetzt geht's los. Und das wollen wir uns also jetzt anschauen. Sie werden sehen, das ist gar nicht so kompliziert. Da werden wir zunächst also einmal das Induktionsgesetz hernehmen, um uns diese induzierte Spannung auszurechnen. Ja, das ist wirklich leicht. Jetzt haben wir gestern schon die Selbstinduktivität einer Spule gehabt. Und damit können wir ja sofort einsetzen in das Induktionsgesetz und kriegen, dass das Uint gleich ist minus L mal dI nach dT. Das Phi m ist L mal I und minus d Phi m nach der T dT ist daher minus L mal dI nach dT. So einfach ist das. Also damit kennen wir schon die Größe der induzierten Spannung. Ja, und dieses dI nach dT, damit das gleich klar ist, was wird denn das sein? Ist das größer 0 oder kleiner 0? Das dI nach dT. Zunächst ist es I0, am Schluss wird es einmal 0 sein. Ja, da wird es dann nicht zuerst noch sowas machen, sondern da wird es irgendwie runtergehen. Nicht? Also dieses dI nach dT,
wird kleiner als 0 sein, das heißt minus dI noch dt, dann größer als 0. Also diese induzierte Spannung ist dann was, was hier positiv zu Buche schlägt. Und wir werden uns sofort jetzt unter Verwendung des guten alten Kirchhoff, zweite Regel, nicht, alle unsere Goodies können wir schon verwenden, nicht? Werden wir uns diesen Kreis da anschauen und da legen wir da so eine Orientierung hinein für die Schleifenregel, wo wir doch eh schon wissen, dass am Anfang der Strom in der Richtung da geht, von Plus nach Minus. Und nachher muss ich das da so schließen, macht man logischerweise die Durchlaufung von der Schleife in der gleichen Richtung, wozu soll man sie zu viel Minus antun. Und diese Induktionsspannung tritt da faktisch als die Spannung in einer Spannungsquelle auf. Also das zweite Kirchhoff-Gesetz ergibt dann, dass wir hier haben einerseits das U-Int. Das ist also sozusagen die Summe aller Spannungsquellen in diesem Kreis, ist ja nur die. Das ist ja alles nichts. Nachdem da offen ist, ist der ganze Kreis irrelevant. Also U-Int. Und dann auf der anderen Seite haben wir diese zwei Widerstände. Nolens volens. R1 und R2. R1 können Sie sich auch denken, dass das vielleicht der Innenwiderstand der Spule ist. Also wenn es mehrere, viele Windungen hat, damit es besonders resistent wird und renitent sozusagen, ein langer, dünner Draht, dann hat der ja selber schon Widerstand. Dann können Sie sich auch denken, das ist der Widerstand der Spule. Und wir machen da so quasi ein Ersatzschaltbild, eine ideale Spule ohne ohmschen Widerstand. Und daneben hat man in Serie dann den ohmschen Widerstand. Und das Ganze miteinander ist dann die reale Spule, nicht? So kann man sich das auch vorstellen. Egal. Also jedenfalls U-In. Und dann haben wir auf der anderen Seite I mal R1 plus I mal R2. Also I mal R1 plus R2. I mal R1 plus I mal R2. I mal R1 in der gleichen Richtung durchlaufen, Strom geht da wieder hinauf, nachdem er sich da plötzlich umgedreht hat, wie gesagt, der kriegt dann ziemlich einen Schnäuzer ab, dieser Widerstand R2, weil sich das plötzlich in die Gegenrichtung umdreht, I mal R2. Und damit wir nicht zu viel rechnen müssen, setzen wir jetzt R gleich R1 plus R2 und damit kriegen wir dann, das ist dann der gesamte ohmsche Widerstand in dem Kreis da drinnen, nicht? Kriegen wir dann das also, das I mal R, also I mal R1 plus R2 ist I mal R und dann minus U-Int gleich 0. I mal R minus U-Int ist gleich 0. So kann man das auch schreiben. Schauen Sie, und jetzt, das ist jetzt wichtig, da kommt dieses Minus rein. Andererseits ist das U-In gleich minus L mal dI nach dT. Damit wird das jetzt übersichtlich. Man kriegt nämlich dann heraus, dass wir haben I mal R plus L mal dI nach dT ist gleich 0. Hat das jemand nicht verstanden? Gibt es irgendein Problem dabei? Ist das schwierig? Na schauen Sie, da haben wir schon eine tolle Differentialgleichung. Für den Strom, als Funktion der Zeit, ist das nicht schön? Das ist eine tolle Sache, diese Differentialgleichungen. Wenn man einmal eine hat, braucht man es nicht mehr lösen und weiß schon, was Sache ist. Nicht? Das ist doch was Schönes. Nicht? Dieser Formalismus ist wirklich sehr tragfähig. Es liegt mir daran, dass Sie sehen, dass einem das was bringt. Weil ich habe mir oft, wie ich in Ihrer Situation war, was ja schon Zeit her ist, man dachte schon wieder so eine Differentialgleichung. Fällt denen Physikern nichts anderes ein, als alle so zu diesen blöden Differentialgleichungen, wo man sie eh nicht so gut auskennt, nicht? Jedenfalls in ihrer Phase der Entwicklung, dass sie das immer wieder, aber das ist so ergiebig, man kann so unglaublich viel daraus lernen. Und das sollten Sie also jetzt schon langsam erkennen, dass einem das viel bringt. Und das sind ja nur die ersten Anfänge. Nicht? Sie werden schon noch sehen, was dann alles kommt. Nicht? Aber das erfordert dann natürlich auch noch zusätzliche Hintergrundkenntnisse aus der Mathematik. Aber viele von Ihnen haben ja wahrscheinlich sowieso auch vor, sich eine solide Mathematikausbildung zu verschaffen. Das nützt Ihnen, obwohl es weh tut, aber das nützt einem sehr.
in weiterer Folge ist dann alles viel einfacher. Also, wollen wir diese Gleichung lösen, und das kann man bei so einer einfachen Gleichung machen, ist eine homogene Differentialgleichung, überall steht die Variable i, entweder so oder abgeleitet drinnen, keine inhomogenen konstante Terme oder so. Nachdem es eine homogene Differentialgleichung ist, können wir da eine Trennung der Variablen durchführen, das kennen Sie ja, glaube ich, schon. Trennung der Variablen, und man kriegt dann, wenn man das trennt, auf der anderen Seite das i, di durch, also das muss man auf die andere Seite bringen. Wissen Sie was, ich schreibe das langsam auf. Da haben wir also l mal di nach dt ist gleich minus i mal r. Ja, L mal di nach dt ist gleich minus i mal r. Und jetzt tun wir alles, was mit i ist, nach links und alles, was mit t ist, nach rechts. Und dann kriegt man also di durch i, di durch i. Und auf der anderen Seite bleibt stehen minus. Und jetzt haben wir das dt da heroben. Das kommt da rüber. Und dann dividiert durch, das L kommt runter, und dann schreiben wir das gleich so, dass da dann L durch R so in der Form eines Doppelbruchs da steht. Nicht? Also DI durch I, und da bleibt also das L kommt auf die anderen Seiten runter, das R von oben schmeißen wir ganz runter, beim Doppelbruch, wenn wir unten nochmal durch, das verstehen Sie nicht. Und das Minus haben wir uns da eingehandelt, dass wir das da so auseinandernehmen. Und jetzt kann man natürlich leicht integrieren. Das frage ich Sie gar nicht mehr, das ist schon genant, Sie das jetzt noch zu fragen. Integral di durch i ist der natürliche Logarithmus von i. Das kommt ja so häufig vor. Das ist ja eben auch so eine Geschichte, die in der Physik ständig auftritt, eben wegen dieser Differentialgleichung. Das ist ja nicht, weil wir so gern die Exponentialfunktionen haben, sondern weil sich das als Lösung so einer Gleichung ergibt. Nicht? Daher. Das hängt schon alles sehr schön zusammen. Also kommt daher da der Logarithmus naturalis von i auf der einen Seite, und auf der anderen Seite kommt also dann heraus, wenn man dt integriert, kommt heraus t ganz einfach. Sagen wir das an minus t durch l durch r, minus t durch l durch r, aber dann natürlich plus eine Integrationskonstante. Und was tut man, um zu so einer Integrationskonstante zu kommen? Man schaut sich die Anfangsbedingungen an. Das haben wir in der Mechanik ja auch schon gesehen. Es ist eigentlich immer dasselbe. Ne? Das ist eigentlich schön. Das ist so das, was ich Ihnen also auch in der Vorlesung am Anfang schon irgendwie übermitteln möchte. So einen Satz oder ein Vorrat an Lösungsmöglichkeiten. In der heutigen Managerdeutsch heißt es, Problemlösungskompetenz. Naja, gut. Also, Sie wissen, was gemeint ist. Wie kriegt man also diese Konstante? Wir schauen nach, wie es mit der Anfangsbedingung ist. Aber da braucht man nicht mehr viel nachschauen, weil da haben wir I0 gleich U0 durch R1 bei T gleich 0. Das war ja, solange der Schalter zu war. Nicht? Das ist die Anfangsbedingung. Wenn Sie den Schalter aufmachen, im ersten Moment ist das noch so. Das ist der Anfang und dann geht's weiter. Nicht? Also die Anfangsbedingung lautet einfach, dass das i bei t gleich 0 gleich einem festen Wert i0 ist, der dort sogar steht, den können wir uns leicht ausrechnen, u0 durch r1. Mit R2 hat das nichts zu tun. Da fließt ein anderer Strom am Anfang. Wurscht, wir sind dem interessiert, der durch die Spule durchgeht. Also, wenn wir das aber wissen, dann können wir ja das sofort einsetzen. Und was machen wir da? Wenn wir die Anfangsbedingung einsetzen, dann haben wir ln von I0. Also, wir schauen das an für t gleich 0. Dann ist i gleich I0, weil i von t gleich 0 ist eben I0. Haben wir ln I0. Und auf der anderen Seite, bei t gleich 0, ist der ganze Term weg. Und es bleibt nur die Konstante über. Ist gleich der Konstanten.
Also können wir da gleich einsetzen, statt der Konstanten, dieses LNI 0, dann schaffen wir das im Kopf gleich auf die andere Seite, dann haben wir da LNI minus LNI 0 und so als gewiefte Logarithmusrechner wissen Sie dann, das ist LNI durch I 0 und dann macht man noch den Exponenten links und rechts, dann wird aus LNI durch I 0 einfach I durch I 0, weil der Logarithmus und die Exponentialfunktion sind entgegengesetzte Funktionen und auf der anderen Seite steht alles schon fertig. Also wir kriegen da jetzt heraus, dass I durch I 0 gleich ist E hoch minus T durch L durch R. Oder, und das schreibe ich jetzt als Ergebnis dann auf, jetzt tun wir nochmal das I0 rüber multiplizieren und kriegen dann I ist gleich I0 mal diese Exponentialfunktion. War das zu schnell? Ich hoffe nicht. Und wenn, dann schreiben Sie sich das hin, das ist ja leicht hinzuschreiben. Also, Ergebnis. Das Ergebnis ist damit, dass das I gleich ist I0 mal E hoch minus T durch L durch R. Dieses L durch R, das kann man sich dann auch leicht überlegen aufgrund der Dimensionen, muss also die Dimension einer Zeit haben. Sonst geht das ja nicht, weil der Exponent muss ja dimensionslos sein. Sonst ist ja das nicht definiert sinnvoll, diese Exponentialfunktion. Wenn das eine Einheit Meter hätte, dann hätte die ganze Exponentialfunktion die Einheit E hoch Meter. Na, das ist eine komische Einheit. Das ist also nichts. Daher müssen solche Exponenten natürlich alle dimensionslos sein. Aber das ergibt sich auch, wenn Sie sich das L und das R anschauen. Sie haben ja schon die ganzen Dimensionen haben wir schon ausgerechnet, schlagen es dann nach und dann finden Sie, dass das stimmt. Nicht? Und dann kann man sich auch gleich überlegen, dass man da eine Zeitkonstante gleich angibt. Das kennen Sie ja eigentlich schon von den Kondensatoren. Das Tau, das ist gleich L durch R. Was besagt diese Zeitkonstante? Wenn die Zeit t gleich tau ist, gleich l durch r, dann heißt l durch r dividiert durch l durch r. Und das ist 1. Und da bleibt minus 1 stehen. Am e hoch minus 1 ist 1 durch e. Zur Zeit t gleich tau wird i von i0 auf i0 durch e zurückgehen. Das heißt, jetzt können wir es auch schon aufzeichnen. Wir haben da also das I, da haben wir das T. Irgendwo da nehmen wir T gleich 0 an, da reißen wir den Schalter auf. Bis dahin war das I gleich I0. Und zwar gleich U0 durch R1. Das ist, bevor man den Schalter aufgemacht hat. Der Strom ist der Strom durch die Spule. Also das I, was mit dem Ampermeter da gemessen wird. Ne? Und dann anschließend geht das I0 mal E hoch minus T durch L durch R. Wenn man T gleich 0 setzt, E hoch minus 0 ist E hoch 0 ist 1, ist I gleich I0. Natürlich, da sind wir ja jetzt gerade. Und wenn jetzt das T größer wird, ist es so, wenn das T jetzt gleich tau wird, dann geht das I von I0 auf I0 durch E zurück. E, das ist 2,7182 und so weiter. Das ist ungefähr 3. Nicht mehr, also, ich habe gesagt, 2,7 ist nicht 3. Aber so ungefähr. Das heißt, es geht circa auf ein Drittel zurück. Das heißt, nach der Zeit tau geht das so zurück und noch einmal tau wieder und so weiter. So schaut das aus. Tja, na, ist doch schön, wie das rauskommt. Nicht? Kriegt man also heraus, dass diese Spule sich doch ganz schön durchsetzt. Nicht? Sie ist, wie gesagt, wieder borstig. Sie will nicht, dass der Strom gleich weg ist,
Nun, tatsächlich, sie kann eine Zeit lang durchhalten, aber irgendwann natürlich ist dann halt Ende und dann hört es dann auf. Ne? Und es geht mit dieser zeitkonstanten Tau gleich L durch R zurück, wobei das R, vergessen Sie nicht, haben wir da definiert als R1 plus R2. Ja, warum? Weil eben der Strom ja durch beide Widerstände durch muss, wenn er da so fließt, aufgrund dessen, dass die Spule halt da nicht locker lassen will und aufgrund ihrer Induktionsspannung da eben jetzt dann dazu führt, dass das noch braucht, bis es runtergeht. Aber besonders elegant ist, dass man jetzt eigentlich gar nicht viel mehr weiterrechnen muss und man kann sich gleich die Spannung ausrechnen. Und das will ich jetzt niemand mehr Ihnen wirklich so vorrechnen, sondern Ihnen nur aufzeichnen die Induktionsspannung Uint, die da an dieser Spule liegt. Na, ganz einfach. Der Ausdruck steht ja da. Uint ist gleich minus L mal dI nach dT. Das ist ja unser Uint. Jetzt kann man natürlich das I, so wie es dort steht, einsetzen. Na, dI nach dT ist leicht auszurechnen, weil die Exponentialfunktion ist ja so eine gutartige Funktion. Man kann es integrieren, man kann es differenzieren, es bleibt immer die Exponentialfunktion. Nur auf die inneren Ableitungen muss man aufpassen. Das tun wir uns aber jetzt gar nicht an. Ich möchte Ihnen nur zeigen, was also jetzt mit diesem Uint, also mit der Spannung an der Spule passiert. Da braucht man gar nichts rechnen. Das sieht man schon, wenn man nur weiß, was da steht. Da steht Uint ist minus L, das ist eine Konstante, das ist einfach die Selbstinduktivität der Spule, mal dI nach dT. Na, schau. Da ist der Strom konstant. Daher wird das dI nach dt was sein? Null. Na, wenn was konstant ist, dann ist dI nach dt null. Na, und das hat null bedeutet, dass auch die Induktionsspannung gleich null ist. Also, bis zu diesem Zeitpunkt hier ist die Induktionsspannung gleich null. Das ist aber auch das, was ich Ihnen schon vorher erklärt habe. Nicht? Wenn da ein konstanter Strom fließt, ja, dann ist das wie ein Stickel Draht. An dem fällt praktisch nichts ab, weil das ist ja ein Leitungsdraht. Ne? Ein bisschen was, ein paar Millivolt werden schon abfallen, das interessiert uns nicht. Aber ansonsten fällt da ja keine Spannung ab und induziert wird auch nichts, weil es ja konstanter Strom, daher auch ein konstantes Feld und mit einem konstanten Fluss wird auch nichts induziert, alles klar. Ja, jetzt aber schalten wir. Zu t gleich 0 machen wir den Schalter auf. Was passiert? Es wird dann hier plötzlich der Strom da so abfallen. Das dI nach dt wird kleiner 0 sein, und zwar sprungartig. Und wenn das dI nach dt kleiner 0 ist, wird minus L dI nach dt größer 0 sein. Das heißt, es springt jetzt da plötzlich herauf. Auf ein Uint zur Zeit t gleich 0. Wie hoch das springt, das liegt vor allem an dem Widerstand, weil die Spule möchte ja eben widerspenstig und konservativ, wie sie ist, alles beibehalten, wie es vorher ist. Möchte den Strom I0 beibehalten zunächst einmal. Das heißt, sie muss, falls R2 sehr groß ist, ich habe es ja vorhin schon ein bisschen angedeutet gehabt, eine hohe Induktionsspannung aufwenden, damit der Strom durch diesen Kreis R1, R2 entsprechend dann auch weiter aufrechterhalten werden kann. Daher eine hohe Induktionsspannung, die je nach Größe dieses Widerstandes deutlich höher sein kann als das U0 interessanterweise. Aber mit dem U0 haben wir nichts mehr zu schaffen. Mit dem Moment, wo der Schalter offen ist, ist es ohne Belang. Und da zeigt sich, und jetzt sehen Sie schon, dass da auch was mit einer Energie im Busch sein muss, dass dann jetzt, nachdem man da schaltet und nachdem nirgends in dem Kreis eine größere Spannung als U0 war, kann jetzt plötzlich an der Spule eine Induktionsspannungsspitze auftreten, die sogar deutlich höher als das U0 ist. Na, wie kann es denn sowas geben? Da muss ja irgendwo eine Energie in der Hinterhand sein. Um das geht es uns heute.
Also eine Induktionsspannungsspitze, die durchaus höher sein kann als das U0, muss nicht, aber kann, je nach Größe dieses Widerstandes R2. Na und nachher natürlich, wenn man einen Exponenten wie der Exponentialfunktion differenziert, geht es also wieder entsprechend runter. Sie sehen ja auch, dieser Anstieg bzw. Abfall wird immer flacher und flacher. Dementsprechend geht es da auch wieder so zurück. Auch mit der gleichen Zeitkonstante Tau geht es da dann wieder auf ein Drittel zurück. Das wandert dann wieder da so runter. Und so schaut dann hier die induzierte Spannung aus. Da möchte ich jetzt gleich Wortmeldungen Ihrerseits zuvorkommen. In unserem Buch ist dieses Kapitel etwas unglücklich dargestellt. Da könnten Sie vielleicht einmal, müssen Sie ja nicht gleich kaufen, die zweite Auflage hernehmen und sich vielleicht die paar Seiten bei einem wohlmeinenden Kollegen dann herauskopieren. Das ist dort viel besser drin. Das ist irgendwie misslungen. Da habe ich mich zu sehr auf andere Lehrbuchliteratur verlassen, aber doch, das ist eh klar, soll man nie. Es ist nicht gut gegangen. Also dieser Abschnitt über die Schaltvorgänge bei Spulen ist einer von denen, wo ich richtig froh war, dass der Verlag gesagt hat, wir machen eine zweite Auflage, weil da habe ich dann gleich gewusst, das kann ich in Ordnung bringen. Naja, es ist halt nicht immer alles gleich perfekt. Aber Sie sehen hier also eine wichtige Sache. Sie haben eine scharfe Induktionsspannungsspitze und nachher geht also da hier die Spannung wieder zurück. Ja? Diejenigen von Ihnen, die in den Methoden waren letzte Woche, werden genau so eine Spannungsspitze gesehen haben, wie wir uns die Schaltvorgänge bei so einem geradlinigen, von hohen Strömen durchflossenen Kupferdraht, also Kupferstab, angeschaut haben. Das ist genau dieselbe Geschichte. Auch Kupferdrähte haben ja eine gewisse Induktivität, weil sie sich ja auch mit einem Feld umgeben. Aber keine so hohe Induktivität, als wenn man es in einer Spule wickelt. Deswegen macht man gern Spulen, wenn es um Induktivitäten geht. Nicht? Aber letzten Endes hat man auch die Situation, dass man da so eine Induktionsspannungsspitze beobachten kann. Ja? Zwischendurch kurz Frage, ist das noch klar oder habe ich Sie schon verloren am Weg? Hoffentlich nicht. Na gut, also das ist die Induktionsspannungsspitze. Und ich möchte noch erwähnen, ich habe ja schon gesagt, besonders arg ist, wenn dieser Widerstand R2 sehr groß ist. Jetzt könnte man natürlich auch auf die Idee kommen, wenn man zunächst einmal nur den Schalter zu hat, man braucht ja den Widerstand R2 gar nicht, tut man weg. Was heißt das? Ist dann der Widerstand 0? Na, aber wenn man den Widerstand, das Ganze weg tut, kein Kabel, kein Widerstand, kein gar nichts, würde ja genauso, wenn der Schalter zu ist, da der Strom I0 durch das Ganze durchfließen. Ob da jetzt noch was auch dazu fließt, braucht man eigentlich gar nicht. Nicht? Na, dann wäre dieser Widerstand aber nicht 0, sondern unendlich, weil ja da nichts durchfließen kann. Na, wenn der aber unendlich wird, dann wird es für die arme Spule wirklich dramatisch. Weil die will also nach wie vor also eben ihre Widerspenstigkeit an den Tag legen und möchte also den Strom I0, der da fließt, aufrechterhalten, aber unter diesen widrigen Umständen, dass doch überhaupt gar kein, dass der Widerstand R2 unendlich ist, na wird ja R unendlich. Na, wenn R unendlich wird, also gegen unendlich geht, dann wird es taubenzig klein. Das heißt, es wird da im Wesentlichen die gleiche Fläche unter der Kurve sein, aber es wird irrsinnig aufzischen und sehr rasch wieder runtergehen. Und dann haben Sie also Induktionsspannungsspitzen, die so hoch werden können, dass es auch zu Überschlägen kommt. Dann schnalzen solche Spulen. Und das tut man natürlich besser nicht. Weil wenn da irgendwelche elektronischen Schaltungen in der Nähe sind, dann wird schon allein durch die dadurch bewirkten elektromagnetischen Felder und Wellen vieles zerstört.
Das heißt, man schaut, dass sowas nicht passiert. Und das Gescheiterste ist, man verwendet eine sogenannte Diode. Das sind Halbleiterbausteine, über deren Funktion wir in diesen zwei Semestern nichts Näheres reden werden, die nur in einer Richtung durchlässig sind. Und die macht man dann so, dass sie in der Richtung sperren und in der Richtung durchlässig sind. Das heißt, solange die Spule an diese Spannung anlegen, der Schalter zu ist, geht da eh gar nichts durch und alles fließt da. Wenn sie aber aufmachen und die Spule möchte sich jetzt ausleben sozusagen, dann kann es wunderbar in der anderen Richtung da durchgehen. Da wird dann der Widerstand verhältnismäßig klein, weil in der Durchlassrichtung die Dioden ja durchlässig sind. Und mit einem kleinen Widerstand braucht ihr gar keine hohe Spannung aufbauen. Und es geht bereits, dass da der Strom I0 am Anfang aufrechterhalten wird. Das heißt, mit einer solchen Diodenschaltung kann man de facto die Induktionsspannungsspitze mehr oder weniger kurz schließen. Dann wird der Widerstand sehr klein, dementsprechend, wenn R klein wird, wird Tau groß. Das heißt, es geht nur relativ wenig rauf und dann langsam, langsam wieder zurück. Und damit passiert nicht viel. Ne? Verstehen Sie das? Kurzschließen von Induktionsspannungsspitzen. Ich frage Sie allen Ärzten, ob Sie das verstehen, was ich Ihnen da erkläre, denn sonst hat es ja keinen Sinn. Sie sollen ja, wenn Sie heute rausgehen, sollen Sie sagen, aha, das war ganz interessant. Also gut, Induktionsspannungsspitze. Und jetzt natürlich werden Sie sich auch fragen, ist das auch wirklich so? Und da haben wir ein Experiment, das sehr einfach aufgebaut ist. Im Wesentlichen genau diese Schaltung. Und damit man das so richtig schön anschaulich und einfach begreifbar macht, haben wir da jetzt anstatt von Ampermetern und Voltmetern Lamperln hineingesetzt. Da ist also, warten Sie, das mache ich rot. Wir haben hier ein Lamperl drin. Wir haben da ein Lamperl drin und wir machen hier ein Lamperl hinein. Und die Helligkeit der Lamperln ist also ein qualitatives Maß für die jeweiligen Ströme bzw. Spannungen, die da vorhanden sind. Ja? Und jetzt können wir uns anschauen, was passiert, wenn man diesen Schalter einmal zumacht und dann wieder aufmacht. Na, was wird passieren? Als erstes muss man sagen, diese drei Lamperln sind dort aufgebaut. Und damit das Ganze so wirklich auch was ausgibt, haben wir auch eine ordentliche Spule da. So zwei Trümmerspulen mit Eisenkern und so weiter, pipapo hergenommen. Das Größte, was wir so an Induktivitäten so ohne weiteres zur Verfügung hatten. Gestern haben wir es verwendet für dieses Waltenhofensche Pendel. Und heute ergibt sich das gleich so angenehm, dass wir das dafür verwenden können. Einfach als eine Spule mit hoher Induktivität. Denn wenn die Induktivität groß ist, wird auch die Zeitkonstante groß, so dass es in den Bereich des einfach visuell Beobachtbaren kommt. Wenn das alles im Millisekundenbereich ist, kann man das zwar dann schön mit Transient-Recordern anschauen, so wie Sie das vergangene Wochen ja so einen Impuls gesehen haben und dann aufintegriert. Nicht? Aber jetzt wollen wir das so machen, dass richtig sieht, dass es so langsam die ist riesig widerspenstig. Die braucht lang, bis das also dann hochkommt. Nicht? Und das werden wir uns also hier auch anschauen. Und diese drei Lamperln sind die drei, die ich da aufgezeichnet habe. Es ist sogar so angeordnet, hat mir mein Kollege, der Herr Litschauer, gesagt, die linke, die mittlere und die rechte Lampe. Links, mittel und rechts. Das heißt, die rechte ist die, die, wenn sie aufleuchtet, die Spannung an der Induktionsspule angibt. Die linkeste gibt einfach an, ob der Schalter zu oder offen ist, denn ob da also jetzt einmal da der Strom durchfließt oder nicht. Und die da hier, die zeigt an, wie sich der Strom durch die Spule aufbaut und wieder abbaut. So, und jetzt schauen wir an, werden wir sehen, ob wir das also entsprechend beobachten können. Machen wir da ein bisschen finsterer. Dort sieht man die Lampen und die da in der Nähe sind, können die Lampen da auch sehen. Und jetzt schalte ich einmal da ein und jetzt schauen Sie sich also die Lampen an.
Na, was sagen Sie zu der da in der Mitte? Wie lange die braucht hat? Die war gleich da oben. Das geht einfach durch den Widerstand durch. Die mittlere, die hat lang gebraucht, bis endlich sich das Feld aufbauen konnte. Na, die rechte hat dann auch zu leichten begonnen, wie die Spannung an der Spule war. Aber jetzt passen Sie auf. Jetzt kommt das, was wir da gemacht haben. Wir schalten wieder aus. Und jetzt passen Sie vor allem auf die rechte Lampe auf. Haben Sie gesehen, wie die aufgeblitzt hat? Das ist die Induktionsspannungsspitze. Schauen wir es nochmal an. Die Spannung war gleich da, spät erst kommt der Strom durch die Spule. Muss erst aufbauen. Sie wehrt sich dagegen. Sie will, dass kein Strom fließt beim Einschalten. Und jetzt die Spannungsspitze. Das war diese kurze Spitze, bis das dann wieder unten ist. Und die anderen zwei, schauen wir uns auch noch an, was passiert mit denen? Die gehen einfach zurück. Aber die Spannungsspitze ist deutlich zu sehen. Haben Sie das verstanden, was ich Ihnen mit dem Experiment zeigen wollte? Das ist natürlich moderner, toller, schöner, wenn ich Ihnen das mit einem digitalen Transientenrekorder zeige. Hätten wir, können wir. Also so hinterwäldlerisch sind wir nicht. Aber ich meine, dass man sich das hier besonders unmittelbar vorstellen kann. Da sehen Sie es richtig und sehen, wie das aufschnalzt. Und wenn dann der Widerstand hier noch größer würde, dann täte es sogar einen Funken ziehen. Dann schnalzt es richtig. Verstanden? Okay. Gut. Ja, ich habe ja, danke, nur ein Schalter ein- und ausgeschaltet. Also leider können wir den Herrn Litschauer, ich werde ihm Ihre Grüße bestellen, nicht? Dass er das ja so schön aufgebaut hat. Naja. Also damit haben wir eigentlich die Schaltvorgänge in Spulen besprochen. Aber Gott sei Dank habe ich noch 20 Minuten. Weil jetzt wollen wir dieses Thema angehen, was ich am Anfang schon erwähnt habe. Woher nimmt die Spule die Power, dass sie also wirklich bewirken kann, dass der Strom nur zeitlang weiterfließt? Weil Batterie ist ja da keine drin. Nicht? Also es sind ja nur Leiter, sonst gar nichts. Und natürlich das Feld in der Spule, sonst ist ja nichts. Man muss es sich bewusst machen. Es ist sonst nichts. Es hat sich da nichts aufgeladen sozusagen. Es ist ein kleiner Akku, nicht? Dann schaltet man aus. Ist so nicht. Also wieso? Und um uns das klar zu machen, schauen wir uns also jetzt in dem Abschnitt, den wir jetzt geschwind besprechen werden, da müssen wir jetzt sogar was integrieren, den Energiegehalt einer Spule an. Und da verwenden wir genau diesen Ausschaltvorgang mit diesem I gleich I0 mal E hoch minus T durch L durch R. Das ist unser Ausgangspunkt jetzt. Deswegen habe ich das da oben ja schon eingekastelt. Das ist ja unser Ergebnis. Und wir wollen also jetzt anschauen, wie es mit der Energie ist, die in dem ohmschen Widerstand verbraucht wird. Also beim Ausschaltvorgang der Spule. Beim Ausschaltvorgang der Spule, wo also der Strom so exponentiell abnimmt, die obere von diesen beiden Zeichnungen da, das obere Diagramm, wird also in der Spule ein Strom fließen und der Strom fließt auch durch den ohmschen Widerstand dieser Spule. Wenn man also jetzt davon ausgeht, es ist nur ein Kreis, der geschlossen ist, und der Widerstand R gleich R1 plus R2 ist jetzt der eigene Widerstand der Spule. Das ist das Einfachste in dem Fall. Naja, was werden wir dann also für eine Energie verbrauchen? Und diese dieser verbrauchte Energie, die können wir uns ausrechnen,
Wir nennen sie jetzt WM, weil das hat also was mit magnetisch zu tun, nicht mit Weltmeisterschaft, sondern ein Work Magnetic. Ja? Und das ist also natürlich nichts anderes als das Integral von t gleich 0 bis t gleich unendlich über diese ganze Zeitachse von t gleich 0, wo man ausschaltet, bis letztlich t gleich unendlich. Und da drinnen steht ui mal u mal dt. I mal u mal dt. Ja, weil u mal i ist die Leistung und Leistung mal dt ist ein Arbeitselement und über die ganzen Arbeitselemente wird von 0 bis unendlich integriert und damit kriegt man diese Arbeit, die da aufgewendet wird. Und statt u mal i mal dt können wir auch schreiben, wegen dem Ohmschen Gesetz, wieder Integral von 0 bis unendlich, u ist gleich i mal r, daher haben wir i mal r, also i Quadrat r dt. Dieses Integral wollen wir aufintegrieren. Na, da müssen wir da oben diesen Ausdruck einsetzen. Tun wir das. Ist weitergereicht. Integral von 0 bis unendlich. I Quadrat r, da schreiben wir einmal das r, das ist harmlos, das ist einfach der Innenwiderstand der Spule. Aber das i Quadrat, naja, was ist i Quadrat? Das ist i 0 Quadrat mal e hoch minus 2t durch l durch r. Nicht? Also, i 0 Quadrat mal e hoch minus 2t durch l durch r. Jetzt schreibe ich das r wieder oben, dass wir nicht ewig diese Doppelbruchgeschichte da haben. Nicht? Dt. Das wollen wir integrieren. Naja, nach t. Das ist eine Konstante, das ist eine Konstante. Es geht nur um die E-Potenz. Und da oben steht das t da in diesem Exponenten so drinnen da. Na, das schreit nach einer Substitution. Dass ein Integral e hoch u du daraus wird. Denn das kann man immer schön integrieren. Also das wollen wir sie substituieren. Das führen wir jetzt auch wirklich durch. Das kann man wirklich alles machen. Nicht? Ich führe nicht immer alles durch. Das ist ja eine Fahrt, wenn man immer alles durchrechnet. Aber gelegentlich, glaube ich, ist es schon ganz gut zu sehen, die Dinge sind so, dass man sie durchaus verstehen kann, sogar während einer Stunde. Also damit erhält, na machen wir mal nicht damit, schreiben wir Substitution. Also was substituieren wir? Der ganze Exponent soll gleich u sein. Wir schreiben also u ist gleich minus 2tr durch l. Minus 2tr durch l. Naja, dann können wir das du nach dt ausrechnen. du nach dt, was ist das, wenn wir nach t ableiten, alles andere ist konstant, ist minus 2r durch l. Ja? Und daher können wir auch das dt, was ja da hier steht, ausrechnen. Das macht man ja beim Substituieren so. Das dt ist also gleich, bringen wir es auf die andere Seite, dann haben wir minus L durch 2R du. Habe ich es richtig gerechnet? Ja, L durch 2R du. Das brauche ich nicht näher erläutern, das kennen Sie alles. Damit haben wir das dt da zum Einsetzen und das da hier. Und jetzt kann ich schreiben, damit ergibt sich dieses Wm zu, was haben wir jetzt? Ein Integral von 0 bis unendlich.
schreiben wir das einmal so, dann werden wir gleich schauen, ob es wahr ist. Integral von 0 bis unendlich. Na, R mal I 0 Quadrat bleibt, was es ist. R mal I 0 Quadrat. E hoch. Das minus 2TR durch L ist gleich U. Also E hoch U. Und statt dt schreiben wir jetzt minus L durch 2R minus L durch 2R du. Und als gewiefter Integrator sozusagen muss man jetzt aufpassen, wie sind die Grenzen. Wenn t von 0 bis unendlich geht, dann geht u, na, wenn t 0 ist, ist auch 0, von 0 bis wohin? Na, da wird ein bisschen mitdenken. Das, wenn t von 0 bis unendlich geht, was hat das u dann für einen Bereich? Bis minus unendlich, also da gehört ein Minus auf. Ja? Weil beim Substituieren wird mir dann über die neue Variable da. Nun, da sehen Sie also schon, was herauskommt. Was ergibt sich daraus? Es bleibt da jetzt stehen, ist gleich. Da haben wir einmal ein Minus von da. Dann bleibt stehen ein Halb. Und dann steht, das R geht gegen dieses R da weg. Es bleibt I0 Quadrat L. L mal I0 Quadrat. Also schauen wir. Minus ist von da. Ein Halb ist von da. R ist weggegangen. L mal I0 Quadrat steht. Und jetzt bleibt nur stehen, Integral von 0 bis minus unendlich. E hoch U du. Haben Sie es gesehen, was wir da gemacht haben? Nicht schwierig, ha? Na, die Stammfunktion ist wieder e hoch u, nicht? Und Stammfunktion an der oberen Grenze ist e hoch minus unendlich, das ist aber 0. Und an der unteren Grenze ist e hoch 0, ist es 1. Also haben wir 0 minus 1. Also wird dieses Integral schlicht und ergreifend gleich minus 1 sein. Na? Und wenn man das minus 1 mit dem wegnimmt, bleibt einfach stehen ein halb L I0 Quadrat. So einfach. Ein halb L I0 Quadrat. Und jetzt sind wir noch nicht fertig. Wenn man die Geschichte schon macht, muss man diesen Schierlingsbecher auch bis zu Ende austrinken. Also rechnen wir uns das jetzt konkret aus, und zwar gleich für eine zylindrische Spule. Warum? Weil wir wissen, dass in einer solchen Spule, vor allem wenn sie sehr lang ist, ist so natürlich unendlich dünn, unendlich lang, also alle diese Idealisierungen, die man heute halt so typischerweise macht, sein, dann ist das Feld da drinnen ziemlich homogen und außen ist gar kein Feld. Also man weiß ziemlich genau, wo das Feld ist, und homogen ist es auch. Das ist ja sehr angenehm. So ähnlich wie beim Plattenkondensator. Das Feld auch nur innen, außen ist nichts und ist homogen. Deswegen macht man das. Und deswegen hier ist ja die Spule. Für die zylindrische Spule haben wir den Ausdruck für die Induktivität. Das war μ0 n² al. μ0 n² al. N ist die Spulenbindungsdichte, a ist die Querschnittsfläche, l ist die Länge der Spule. Und andererseits haben wir die magnetische Flussdichte im Inneren dieser Spule, ist μ0 mal n mal i. Und zwar I0, weil wir den Strom am Anfang einmal betrachten. Also die Induktivität ist hier gegeben als μ0 n² al, und die Induktivität, magnetische Flussdichte am Anfang in dieser Spule ist μ0 n mal I0.
Und damit erhalten wir jetzt für dieses WM also 1/2 mal L, für das L setzt man da ein. Das ist also μ0n² AL. Und dann mal I0². Und das I0², das nehmen wir gleich hierher und rechnen das um, was die zugehörige Flussdichte am Anfang in dieser Spule ist. Und wir kriegen dann da heraus, dass I0 ist B durch μ0n, I0² ist daher B² durch μ0² n². Das ist also das L und das ist das I0². Jetzt steigen wir nicht bei diesen einfachen Rechnungen am Schluss aus. Das ist nur ein Einsetzen von Ausdrücken, die wir für die zylindrische Spule schon gewonnen hatten. Einerseits, was die Selbstinduktivität betrifft, das war erst gestern, und andererseits, was die magnetische Flussdichte betrifft, das haben wir schon ein bisschen länger gemacht. Das war noch vor der Lorentzkraft, wie es um diese Geschichten mit dem Amperschen Gesetz und so weiter gegangen ist. Na, jetzt schauen Sie mal an. Das ist jetzt ein Ausdruck, den man sich näher anschauen muss. Das n² geht einmal weg. Das ist ganz gut. Und dann haben wir da ein μ0². Das geht gegen dieses μ0 weg. Und das ist es schon. Und wir kriegen damit, dass es WM, diese Energie, als ja, 1/2 von da. Und was bleibt uns jetzt stehen? Da haben wir einmal von hier nur das A mal L und dann bleibt noch da B² durch μ0. Das ist die Energie, die in der Spule drinnen stecken muss. Weil das ist genau die ganze Energie, die verbraucht wurde beim Durchfließen durch den Widerstand außen, während diese exponentielle Abfallfunktion des Stromes abgelaufen ist. Das muss also wo gewesen sein, der Spule. Na, wo war es? Wenn Sie sich das anschauen, da fällt einem doch vor allem dieses A mal L auf. Was ist das A mal L? Das Volumen der Spule. Also liegt es nahe zu sagen, die Energie, die war in dem Volumen drin. Was ist in diesem Volumen? Das ganze Magnetfeld, weil außerhalb ist praktisch nichts. Wir reden ja von einer unendlich langen, dünnen Spule. Da ist das ganze Feld homogen in der Mitte drin. Also das ist das Feldvolumen. Und damit, meine Damen und Herren, erhalten wir eine ganz wichtige Folgerung. Wenn wir hier dieses WM anschauen und das ist 1/2 AL mal B² durch μ0, na dann können wir natürlich, wenn das Feld diese Energie proportional zum Feldvolumen ist, auch die Energie pro Volumenseinheit des Feldes ausrechnen. Also die Energie des Magnetfeldes pro Volumenseinheit. Na, was pro Volumenseinheit ist, ist es üblicherweise, nennt man das eine Dichte. Also ist es die Energiedichte
des Magnetfeldes. Und die Dichten schreibt man meistens mit Kleinbuchstaben. Das haben wir schon bei der elektrischen Energiedichte auch gemacht. Ein klein W, M, das ist jetzt dann, das, da dividiert man durch das Volumen durch, ein halb B Quadrat durch μ 0. Jetzt also, ich denke, komischer Ausdruck, kommt mir so ein bisschen bekannt vor. Nur wenn Sie zurückblättern in Ihren Skripten oder in Ihrem Gedächtnis, je nachdem, was gerade heute verfügbar ist, dann können wir auch anschauen, was ist die Energiedichte des elektrischen Feldes. Da hatten wir ein halb Epsilon 0 E Quadrat. Und das kann man natürlich dann auch als E Pfeil und B Pfeil zum Quadrat schreiben, weil E Quadrat, das Quadrat des Betrages, ist auch das Skalarprodukt des Vektors mit sich. Das ist dasselbe. Und da sehen Sie jetzt, dass wir einen völlig analogen Ausdruck erhalten. Das ist also die Energiedichte des Magnetfeldes. Und das hier ist die Energiedichte, hatten wir schon, des elektrischen Feldes. Das haben wir aus Überlegungen mit dem Plattenkondensator gewonnen. Und da ist es dann um das Volumen zwischen den Platten gegangen. Na, und damit kriegt man dann die gesamte Energiedichte des elektromagnetischen Feldes. Und das ist eine sehr fundamentale Beziehung, die auch ganz allgemein gilt und die auch dann weit hineinreicht in die Tensorschreibweise der Elektrodynamik. Das kommt dann wunderbar raus. Da ergibt sich dann, dass das ein halb unbedingt sein muss, sonst funktioniert das alles nicht. Das kommt uns halt da beim Integrieren heraus, wenn Sie sich erinnern. Oder ursprünglich ist der Zwarer da beim I0-Quadrat aufgetreten. Nicht? Also, und bei dem Kondensator war halt auch irgendwo so ein Faktor 2, wenn Sie sich erinnern. Nicht? Und damit ergibt sich also die gesamte Energiedichte W des elektromagnetischen Feldes als ein halb mal, und da haben wir also Epsilon 0 E Quadrat plus B Quadrat durch μ 0. Wenn wir dann die Eigenschaften der magnetischen Materie, der Magnetika näher besprechen, dann kann man diesen Ausdruck in eine noch elegantere Form bringen. Aber es ist eigentlich jetzt schon recht übersichtlich. Also das ist die berühmte Energiedichte des elektromagnetischen Feldes. Diese Energiedichte ist es, die dazu führt, dass mit elektromagnetischen Wellen Energie übertragen werden kann. Weil in elektromagnetischen Wellen sind gleichermaßen zeitlich veränderliche elektrische Feldvektoren und magnetische Feldvektoren drinnen. Beiden ist so eine Energiedichte zugehörig. Und wenn sich die dann ausbreiten, diese Wellenfelder, dann breitet sich mit diesen Feldern auch die Energie aus. Und das ist, warum wir es warm haben auf der Erde, weil die Sonnenenergie hauptsächlich aufgrund elektromagnetischer Strahlung zur Erde kommt und das heizt uns also entsprechend ein. Also das ist hier in dieser Energiedichteformel drin. Damit haben wir einmal die zeitabhängigen magnetischen Felder besprochen. Und Sie sehen, es ist uns schon einiges Interessantes herausgekommen. Nächste Woche beginnen wir mit den zeitabhängigen elektrischen Feldern. Und Sie werden sehen, der Krimi geht gleich weiter. Weil da werden wir dann wieder vor eine merkwürdige Situation gestellt werden. Sollen wir die Ladungserhaltung aufrechterhalten oder sollen wir eine Maxwell-Gleichung modifizieren? Das werden wir am Montag dann besprechen. Also, bis dann.